Pippi und Kaki im Pippi-Kackerland. Ein Hörspiel von Sabrina Richard. Es ist ein sonniger Vormittag. Die Sonne scheint und Tim spielt in seinem Zimmer mit der Eisenbahn. Tutu, der Zug fährt los. Der Zug kommt. Vorsicht an den Gleisen. Bitte einsteigen. Die Fahrkarten bitte. Na Tim, wo fährt der Zug denn hin? Der fährt zu Oma und Opa. Oh, das ist aber toll. Da werden Oma und Opa sich sicher freuen. Mama, ich habe Hunger. Kann ich bitte etwas zu essen bekommen? Durst habe ich auch. Na klar. Möchtest du eine Banane und dazu ein Glas Apfelschorle? Oh ja. Na, dann setz dich schon einmal an den Tisch. Ich bringe dir das Essen und Trinken gleich. Tim setzt sich an den Tisch und wartet geduldig. Er hat großen Hunger und auch großen Durst. Bitte schön, mein Schatz. Lass es dir schmecken. Danke, Mama. Lecker. Tim isst die Banane und trinkt die köstliche Apfelschorle. Dann bringt er den Teller und den Becher zurück in die Küche. Danke, Mama. Ich gehe wieder spielen. Okay, mein Schatz. So, die Pause ist vorbei. Die Fahrt geht weiter. Während Tim spielt, rutscht das Essen und Trinken in den Bauch. Wenn man nun das Ohr an seinen Bauch legen würde, würde man ein Rumpeln hören, das ungefähr so klingt. Nun wird das Trinken ein Pipi und das Essen wird ein Kaki. Pippi, hört ihr mich da draußen? Ja, genau, ich bin im Bauch von Tim. Tims Bauch hat mich von seinem Trinken in Pippi verwandelt. Ah, uhi. Ah, hallo, Kaki. Nun bist du auch hier. Ja, Tim hat ja vorhin auch etwas gegessen und das Essen wird im Bauch nun mal Kaki. Das ist bei allen so, bei den Kindern, den Erwachsenen, bei den Tieren, überhaupt bei allen auf der ganzen Welt. Stimmt, das ist bei Trinken so ähnlich. Du, Kaki? Ja, Pippi? Ich möchte jetzt gerne raus hier. Ich möchte so gerne ins Pippi-Kackerland. Ja, ich auch. Meinst du, Tim lässt uns heute in die Toilette rutschen? Ich möchte nicht in die Windel. Oh, das wäre schön. Komm, wir klopfen, drücken und hüpfen im Bauch hin und her. Hey, Tim, wir wollen raus. Wir
Wir wollen ins Pipi-Kaka-Land. Meinst du, er hat uns bemerkt? Ich weiß es nicht. Lass uns mal hören, was draußen passiert. Tim spürt ein Drücken in seinem Bauch. Jetzt aber schnell. Mama, ich muss mal. Ich möchte auf die Toilette. Oh, toll, Tim. Komm, wir gehen ins Badezimmer. Kannst du mir helfen, die Windel abzumachen? Aber na klar. Danke, Mama. Die Windel kommt in den Müll, oder? Ja, genau. Tim setzt sich auf die Toilette und wartet. Pipi und Kaki machen sich in Tims Bauch dafür bereit, aus dem Körper herauszurutschen. Hast du gehört, Kaki? Wir werden gleich wirklich in die Toilette rutschen. Oh ja, wie schön. Ich freue mich. Oh, ich merke, es geht jetzt schon los für mich. Ui, es geht nach unten. Bis gleich, Kaki. Ja, Pipi, bis gleich. Oh, Tim, toll. Du hast Pipi in die Toilette gemacht. Ja, und Kaki kommt auch gleich noch. Auch Kaki rutscht den Bauch langsam nach unten. Oh, jetzt geht's auch für mich los. Ich komme langsam vorwärts. Hey, Pupsi, typisch Pupsi, immer schnell wie der Wind. Oh, uff, jetzt wird's gerade ein bisschen eng. Tim soll ruhig noch mal etwas drücken. Yippie, jetzt rutsche ich in die Toilette. Geschafft. Pipi und Kaki sind in der Toilette gelandet. Tim und seine Mama freuen sich beide sehr. Pipi und Kaki, da sind sie ja die zwei. Und Pupsi, der Kleine, rutscht gleich mal mit vorbei. Der Tim macht seine Windel ab und will sie gar nicht mehr. Er wirft sie in den Müll, das ist gar nicht schwer. Mama, Mama, ich habe es geschafft. Pipi und Kaki sind in der Toilette. Jetzt brauche ich keine Windel mehr. Juhu! Oh, Tim, das ist so toll! Ich freue mich so. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, ich auch. Und nun spüle ich Pipi und Kaki ins Pipi-Kaka-Land. Dort ist es für beide auch viel besser als in einer Windel. Und im Pipi-Kaka-Land treffen sie all die vielen anderen Pipis und Kakis. Pipi und Kaki warten in der Toilette gespannt auf die Spülung. Kaki, hast du das gehört? Gleich geht es los. Ja, yippie. Zusammen. Eins, zwei, drei. Auf ins Pipi-Kaka-Land. Juhu. Pipi-Kaka-Land, Pipi-Kaka-Land. Wir sind schon ganz gespannt. Eins, zwei, drei. Pipi und Kaki kam aus dem Bauch. Kaki, viel Spaß im Pipi-Kaka-Land. Tschüss, Tim. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss, lieber Tim. Alles Gute. Tim freut sich. Er klappt den Toilettendeckel herunter und wäscht sich seine Hände mit Seife. Mami, was passiert eigentlich mit dem Wasser in der Toilette? Das Wasser wird im Pipi-Kaka-Land gewaschen. Und wenn es wieder sauber ist, fließt es zurück in den Fluss und von dort aus ins Meer. Ach so, und was passiert mit dem Toilettenpapier? Das kommt auf die Mülldeponie, genau wie der Müll, den manche Menschen in die Toilette werfen. In die Toilette? Die Toilette ist doch kein Mülleimer. Stimmt, Tim, da hast du recht. Na komm, mein kleiner Großer, wir spielen noch eine Runde in deinem Zimmer. Au, ja. Während Tim zurück in sein Zimmer läuft, rutschen Pipi und Kaki durch das Abflussrohr. Auf ins Pipi-Kaka-Land! Juhu! Juhu! Hui! Das macht Spaß! Gleich sind wir da! Siehst du, es wird wieder heller! Ja! Hui! Und hopp! Ha!
Das war ein Rutsch, was? Ja, das hat Spaß gemacht. Oh, Kaki, schau mal, wie schön das hier ist. Da hinten ist dein Karussell. Wow. Und sieh mal, die vielen Pipis und Kakis. Da schau, da kommt das Kaki von Dominik. Hallo. Ja, und das Pipi von Lilly. Oh, wie klein es ist. Hallo. Hey, Pupsi, da bist du ja wieder. Hallihallo. Kommt, lasst uns spielen und eine Runde Karussell fahren. Ja! Oh, ja. Dort in dem Land treffen alle Freunde ein. Sie spielen zusammen und wollen fröhlich sein. Sie kamen durch das Abflussrohr in ein fernes Land. Ja, Pipi-Kakerland, so wird es genannt. Alle Pippis, Kakis und Pupsis spielen, tanzen und lachen noch bis zum Sonnenuntergang. Am Abend sind sie ganz müde und erschöpft. Sie legen sich in ein Bett aus flauschigem Toilettenpapier. War das ein aufregender Tag, oder, Kaki? Es ist tausendmal schöner gewesen, als in der Windel zu landen. Bin ich froh, dass Tim auf die Toilette gegangen ist. Oh ja, Pippi, ich auch. Ich werde nun schlafen und etwas Schönes träumen. Gute Nacht, Pippi. Gute Nacht, Kaki. Pippi und Kaki schlafen schnell ein. In Tims Zimmer sagen Mama und Papa Tim gute Nacht. Gute Nacht, mein Schatz. Träum was Schönes. Ich hab dich lieb. Gute Nacht, Mama. Ich hab dich auch lieb. Gute Nacht, mein Großer. Schlaf schön. Ich bin sehr stolz auf dich, du König vom Pippi-Kackerland. Schlaf du auch gut. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Und schon ist Tim eingeschlafen. Er träumt von einer großen grünen Wiese mit wunderschönen Blumen und glitzernden Sonnenstrahlen, von Luftballons und Karussells. Und fast schon spürt er die klare, kühle Luft in seinem Gesicht, so als würde er tatsächlich Karussell fahren. Er ist sehr glücklich. Tim, ist sie los? Es ist endlich geschehen. Er ist jetzt schon groß, kann auf Toilette gehen. Der Tim ging zur Toilette hin und setzte sich aufs Klo. Wenn er die Spülung drückt, dann sind alle froh. Pipi-Kakerland, Pipi-Kakerland. Pipi und Kaki sind jedermann bekannt. Pipi und Kaki sind nun im fernen Land. Dort sind sie glücklich, das hat der Tim erkannt. Dort sind sie glücklich, das hab auch ich erkannt. Dann sind alle.
Kakerland, Püppi, Kakerland, so wird es genannt.